Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein, die Old Blood. Und wir gehen jetzt mal der Pfirschstulle hier auf den... Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strasse will Ergebnisse sehen. Da ist und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, sollte er mir die Stiefel küssen. Hier ist Ihr Wein, Helga. Oh ja, nicht zu früh. Ich sterbe vor Durst. Sie trinken zu viel. Ach, Schreiner, Sie elender Langweiler. Erwarten Sie tatsächlich von mir, dass ich Ihre Anwesenheit nüchtern ertrage? Oh. Mein lieber Ober, Sie wirken so angespannt. Stellen Sie den Wein hier auf den Tisch. Ja, Madame, mach ich. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Wie? Warten Sie. Scheiße. Setzen Sie sich. Doppelt Scheiße. Wie heißen Sie? Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Was ist das? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Polio? Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Was? Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Natürlich. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Richtig. Ich habe nie aufgegeben. Nein. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Richtig. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nein. Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Ja klar, kein Problem. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Oh, scheiße. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Entschuldigung. Trinken Sie aus. Ja, alles. Trinken Sie. Okay. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Entschuldigung. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist. Sondern ein Spion. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz. Ah, leck mich. Kommen, Frau Oberstleutnant von Schaff. Behalten Sie ihn im Auge. Ah, was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin, verstanden? Fassen Sie nichts an, hören Sie! Ich bin gleich da! Auf Wiedersehen. Was? Nein! Erschießen Sie ihn. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz! Scheiße, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Mir wurde doch gar nichts angezeigt.
Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie ihn. Ah, okay. Ja, er ballert halt einfach mal voll daneben. Ah! Scheiße. Was ist passiert? Sie haben den Boden mit Dynamit gesprengt. Das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Scheiße. Gott, diese Stadt. Raus! Schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Kapitel 6. Ruinen. Ja, ich höre sie. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ah, dieses komische Buch. Nur eine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Kessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Negativ. Nicht verstanden. Verdammt, ey, was ist passiert? Was zum Geier haben die da entdeckt, bitteschön? Ist das hier das Zimmer? Ja, das ist... Scheiße, ich komme hier gar nicht raus. Ah. Was ist hier passiert? Und wieso brennt da draußen alles? Und wo bin ich? Ach, ich bin hier unten. Was zum Geier ist hier passiert? Mensch. Die Helme. Ich höre Sachen, die eigentlich gar nicht... Walde! Großer Gott! Alter Finne, das ist ein Zombie, nicht schon wieder Nazi-Zombies. Es gibt es nicht, was ist denn hier kaputt? Wieso denn? Ich höre noch mehr von denen. Alter Finne. Untote, ja, super. Au. So, jetzt zumindest kann ich jetzt die 30 Rohre plus Kopf zerflatschen, Ding sie machen da. Alter, jetzt gibt's ja auch noch Nazi-Zombies. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Aber cool. Ey, die hat ja alles zerlegt. Ah, ah. Oder sind noch mehr? Da sind noch einige mehr. Aua! Mann! Die sind aber hartnäckig. Ich muss genau auf den Kopf zielen, sonst geht's nicht. Scheiße. Komm, Kessler, hören Sie mich. Scheißfunk. Ja, aber echt, ey. Alter, den ganzen Tunnel hat's zerlegt. Ein bisschen unheimlich jetzt, vor allem dass sogar das Luftschiff brennt. Was ist das? Oh nein, nein! In den Kopf, bitte, schnell, beeil dich!
Hinter dir! Pippa, hinter dir! Nein! Du mieses Arschloch! Scheiße! Pippa! Pippa! Nein! Ach, verdammt! Verdammt! Mieses, blödes, scheiß Ding! Mann! Scheiße! Nein! Hör auf! Pippa! Ah. Tut mir leid. Es tut mir leid. Das hast du nicht verdient, Pippa. Verdammt. Ah. Toll, jetzt können die auch noch schießen, oder was? Ich bleib trotzdem bei meinem Bohr. Das ist ja nicht wahr, ey. Ausgerechnet sie. Die schienen mir wirklich mal wieder sympathisch zu sein. Mann, alle müssen sterben hier außen rum. Ja, wo sind wir denn? Ah, dickes Fell. Habe ich es jetzt eigentlich mit den sammelbaren Zeugs hier? Dickes Fell, Kopf durch Rotzer, Platz 10 Stück. Ja, das war's. Gut, jetzt brauche ich noch was Deckung und noch ein paar Details. So ein Käse. Zombie und nein! Zombie-Köter, verdammt! Miese ist ja, ich musste genau in den Kopf schießen. Ansonsten gehen die nämlich nicht down. Ah! Hundis, gar nicht gut. Nicht gute Hundis. Ach, toll. Boah, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich nehme alles mit, was geht. Auch das da. Bleib locker, Freund. Schnelles Umdrehen. Drücke R1, wenn du läufst, dich schnell umzudrehen. Hey, das war mein Messer. Fällt der da aus der Decke raus? Na, nicht so schnell, mein Freund. Wow. Gut, dann haben wir das ja auch schon mal geschafft. Jetzt brauche ich noch Gegner damit. Alter, die zerlegt es ja voll. So, können wir jetzt hier raus? Ja. Laskovic, können Sie mich hören? Hören Sie zu. Helga ist fort. Sie hat die Akte. Sie gräbt was bei den Kirchenruinen aus. Wahrscheinlich ist das der Grund für die ganze Scheiße. Wo sind sie jetzt? Ich weiß nicht. Irgendeine Werkstatt. Nicht weit von der Altstadt.
Bin unterwegs, Kessler. Bleiben Sie dort.